Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Ich wünsche euch viel Spaß. Jo Freunde, ich habe wieder ein bisschen was geschaffen. Und zwar habe ich gestern hier alles Mögliche eingesammelt. Das heißt, das komplette obere Gebiet ist völlig clear, sauber geräumt. Bis zum geht nicht mehr. Bärmaler, so sieht's aus. Gut, und wir werden uns jetzt erstmal um die Hauptmission weiter kümmern. Einfach. Weil wir jetzt viele Nebenmissionen gemacht haben und ja, jetzt haben wir hier oben alles geklärt und bevor wir jetzt hier unten weitermachen, würde ich sagen, klären wir erstmal die Karte auf, indem wir die Hauptmission weitermachen. Louvre, 20. Januar 1793. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Oh, der Rattenkönig. Was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung? Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren, hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Ja. Komischer Tagkauz. Ja, war ein paar Jahre her, seitdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien? Okay. Das Gebiet erkunden für Gelegenheiten sorgen. Einmalige Attentate 1, Zugänge 14, Verstecke 17, Wachen 69. Okay. Berserkerpfeile, ja. Gut. Attentatgelegenheit, bla bla. Okay, mit Berserkerfallen vergiftete Grobiane und Doppelattentate muss ich machen. Gucken wir mal, ne? Das heißt, ich muss zuerst rein. Ich weiß, dass das hier nicht reinführt, sondern einfach nur durchführt. Weil da bin ich sehr oft durchgelaufen. Aber das wird wahrscheinlich unten sein, oder? Nee. Ja. Schauen wir mal. Oder ist das doch in den Tunnels? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein. Nee, das ist auf meiner Ebene. Wie mache ich das denn am besten? Weiß ich, ich habe gar nichts gemacht. Vollkommen unschuldig. Oder ging das doch nicht durch? Dort, das ging durch. Das ging einmal rum. Hier ging das einmal rum. Ist dann Grobian dabei? Nein. Ich muss einkaufen. Komm nur, wenn
wenn ich mit dir fertig bin, bist du dümmer als ein Besoffener. Ich bin da. Okay. Halt an, Mistkerl! Ich rede mit dir! Na, komm her! Tu mir den Gefallen! Zwei weniger! So. Darf ich jetzt einkaufen? Danke. Mein Gott, muss man erstmal alles töten, dass man einkaufen darf. Okay, nun haben wir zumindest den Weg frei gemacht für uns, so halbwegs zumindest. Willst du meine Kunden vergiften? Pardon, Maître? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon und... Ich weiß nicht wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Das ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Ich habe hier Wein im Wert von 50 Livre. Was soll ich denn damit tun? Sehr schön, das war Gelegenheit Nummer 1. Nummer 2 ist direkt neben der Glocke, das können wir eigentlich verbinden. Hundenippel ist mir egal, ich nehme dir sicher keinen Tropfen davon ab. Versucht meine Kiste zu vergiften. Oh, jetzt hast du kalte Füße. Ich konnte mich da nicht verstecken. Ich muss trotzdem darüber kommen. Ich lasse ihn fortschaffen, sobald der Wagen zurück ist. Vergifteter Wein und das nächste schimmliges Brot. Vergebt mir. Mit Berserkerfallen. Okay, das kriegen wir hin. Da ist ein Grobian. Das ist kriminell, wirklich. Ich lasse ihn fortschaffen. Bitte was? Niemand hat mich gesehen. Ich bin unschuldig. Versuchst du wegzulaufen? Ich trage dir weg. Du hast mich nicht gesehen. Ich war nie hier. Verdammt. Ich hab sie völlig verwirrt. Ja! Oh, verdammt. Ja! Ich müsste erstmal loswerden. Ich könnte sie zwar alle töten, aber nein. So, hui. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich die Doppelattentate mache. Oder wir werden das schon sehen. Ich kann welche aus der Luft machen oder ich kann welche auf dem Boden machen. Ich habe ja beides schon gelernt. Na, fightet ihr immer noch? Und hat Spaß. Klar, du hast mich durch die Wand gesehen. Ist in Ordnung. Ja, da habe ich durch die Wand angeguckt. Kleine Kackpratze. Wo willst du hin? Hast du dir eingekackt? Aber wann soll ich denn die Doppelattentate machen? Du hast nichts gesehen, Dude. Steht hier irgendjemand doppelt? Nein, aber da ist ein Grobian. Den kann ich vergiften. Beachte mich nicht, Kollege. Ich glaube, wenn ich schieße, bin ich am Arsch, ne? Nein! Hoppala. Ich hab's zu spät gesehen. Erstens, ich hab den Falschen gezielt und dann habe ich einen Zivilisten getötet. Egal, egal. So, das haben wir erledigt. Machen wir erstmal die Infiltrationsgelegenheit klar. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro... Würde euch das überzeugen? Oh, oui, Monsieur. Remy, öffne das Fenster. Monsieur Le Pelletier findet sein Büro zu stickig. Aber ich sollte doch... Mach es einfach. Schon gut. Easy. Qui a-t-il? Je n'ai pas beaucoup de temps. Ach, das ist ja einfach. Ha 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 ha!
Das Gift wäre natürlich ein bisschen für mich ist nichts als ein besser gewesen. Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung. Und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Ja gut, das war einfach. Hier sind auch offene Fenster. Der wollte doch sterben. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, kein Durchgang, tschüss. So, lasset mich frei! Ich will für ewig alleine sein. Ach, ich gehe die Treppe hoch. Ich hasse die Steuerung, ich schwör's euch. Legendäre Phantom-Kniehose. Keine Ahnung. Wie ist das so? So. Dann geht's weiter. Wo geht's weiter? Mission? Ach, ist doch keine Hauptmission, okay. Müssen wir kurz warten. Hallo? Ah, ich sehe sie. Okay, wir müssen dahin zurück. So, er ist tot. Und weiter? Die Hinrichtung. Sie bringen den König hoch. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir uns. Dann sind wir auch schneller. Ja, trennen ist immer die beste Idee, Alter. Ah, ich liebe es, wenn sich Leute trennen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber ihr wisst, was ich meine. Die trennen sich, einer stirbt und dann weint der andere. Oha. Das ist der König, das ist die Guillotine. Hier kenne ich mich ein wenig aus. Da hatte ich schon die ein oder andere Quest. Okay. Das Gebiet erkunden für Gelegenheiten sorgen. Germain. Huh. Die müssen wir eliminieren. Cool. Fundstücke 2. Ach stimmt, er war ja. Ah, er war ja dabei. Er war ja dabei. Verstecke 8, Wachen 53, okay. So, suchen wir den Kollegen erstmal. Eigentlich darf ich hier nicht so einen Aufruhr machen. Weil sonst bemerken die mich ja. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen laufen. Lasst uns beginnen. Lasst uns vor Gott den Allmächtigen. Getötete Schützen. Hä? Diese Schande der menschlichen Rasse. Ist der unter der Erde? Da wird er sein. Auf den Sitztribünen. Ja, jetzt komm, beeil dich. Ich hab nicht so viel Zeit. Ich hab keine Ahnung, wann der König getötet wird. Mir geht's gut, und Ihnen, Sir? Jeden Bürger, der den Glanz
uns unserer glorreichen Revolution beschmutzt. Ereile dasselbe Schicksal, was wir heute hier vollziehen, noch ewig in die Geschichte. War es eine Falle? Es ist eine Falle. Hallo, Arnaud. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Monsieur de la Serre. Ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden, klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. De la Serres Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück. Bürger, ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, wessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren möge. Der König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, wie ihr seht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königen ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Tötet ihn. Als ob ihr das könntet. Oh. Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Wir stehen für die freien Bürger frei. Schützt den Großmeister. Ja, ist weg mit dir. Ich muss gleich übrigens die Waffe wieder wechseln. Ich hab dadurch, dass die Tutorials gemacht haben wegen der Folgen. Au! Habe ich eine andere Waffe plötzlich. Au! Elise! Nein, verdammt! Jetzt. Ich erschieße euch alle jetzt. Lauf ihm nach! Nicht ohne dich! Verdammt! Ach, Frauen sind böse. Und langsam. Betäubt die Gegner 5? Ja, gut, das habe ich zu spät gesehen. Da kommt noch mehr! Ich schaffe das! Hol dir Germain! Das waren schon mal 3 Gegner. Geh schon! Hol dir Germain! Das ist es nicht wert! Dann auf dem Weg! Gut, bei der nächsten Truppe von 2 Leuten werde ich es machen. Das ist absurd, gegen so viele kämpfen! Okay. Es war nur einer. Ah, das waren die 5. Ich werde ihn nicht entkommen lassen. Jawohl, ich bin erwischt. Dann kriegt sich das ein. Och, Mann. Elise, warte! Der ist doch schon längst, was ist nicht in Deutschland. Wie geht es dir? Als ob. So, wir schießen einfach ein paar Leute. Das ist Glaubensgeschichte. Jetzt zieh durch. So, oh nein, Elise. Oh Gott, die ist so weit weg. Jetzt ist sie wenigstens nicht mehr so langsam. Man muss es immer positiv sehen, Freunde. Elise! Jetzt lohnt sich das Schreien wenigstens. Also sie müsste eigentlich viel schneller sein als ich, damit es sich lohnt zu schreien. Verdammt! Unsere einzige Chance! Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist, brauche ich deine Hilfe nicht. Elise,
Oha. Absolviert. So schnell kann's gehen. Ludwig ist hingerichtet worden. Vor den Augen aller Menschen. Und wir begeben uns zur nächsten Mission. Die wird sein... Oh, in der guten alten Heimat. So, da wären wir also. Ich gehe noch mal ganz kurz einkaufen. Ja, ja, komm, freu dich. Nimm dir all dein Zeug ab. Die Nachbesprechung beim Rat. Wir sind die zwei Zwielichtigen. In Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen. Germain war dort und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch. Ja, aber hört doch. So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei. Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung. Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt, Ziele ohne Billigung verfolgt und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian, der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Und der nächste... Wir erlauben euch zu gehen. Oh shit. Ja, und nun habe ich keine Klamotten mehr, laufe ich jetzt wieder wie früher durch die Gegend. Liebe und Pflicht. Erinnerung, Sequenz 10 beendet.